67er Mustang, hier die Magnum Alus, neue Stoßstangenhalter, sieht man den Alukühler, Quertraverse ist neu gemacht worden, war vermutlich verbollert, hier ist noch ein bisschen verbogen, gute Torquebox, ist ein 67er, hat nur eine Torquebox. Eine komplett neue Bodenwanne links und rechts, stumpf sauber eingeschweißt. Hintere Torqueboxen sind auch sehr gut. Handbremsseil ist defekt. Die hydraulische Bremse hat neue Schläuche, Radbremszylinder und Leitungen. Hier hinten sind die Innenradhäuser neu. Und die Seitenwände, andere Seite genauso. Neuer Tank, somit ist nichts mehr zu schweißen. Die Schweißnähte vom Stumpf einschweißen könnte man noch ein bisschen besser verschleifen.